Was zur Hölle? Ich will aim. Hä? Hä? Ja, das Game ist so... Es lässt mich nicht raus. Hä? What the... Oh, ich kann wieder aim. Ich kann wieder aim. Kann ich dann jetzt auch raus? Nee. Okay, perfekt. Alter, was zur Hölle ist gerade passiert, Mann? Direkt ein Frustlolli, aber macht gar keinen Sinn, dass ich den genau jetzt geholt habe, wenn ich ein Video auf... Ich muss den schnell wegessen. Wegwischer. Oh nein, guck mal, es fängt an und der geht direkt da hoch. Du bist so eklig. Er hat Gott im Clan-Tag. Das machst du gut. Ich höre doch irgendwas. Ja, da. Lehnt euch drücken, gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Wake up deinem neuen Video von mir. Das war schon mal ein geiler Start. Ich werde heute wieder, wie ich es in Black Ops 4 gemacht habe, euch einen kleinen Guide dazu geben, wie man am schnellsten die Goldtarnung bekommt in Cold War. Tipp Nummer 1, geht nicht in dieses Flugzeug hier. Ich mach's gerade nur, weil ein C4 meine Mutter. Ich mach's gerade nur, weil ich mit der Waffe kurz vor Fertigstellung von Gold bin. Und zwar ganz viele Nahkämpfe zu erzielen. Ich werde es gleich nochmal anhand eines Bildes zeigen. Na komm. Ach Digga, wie viele Hitmarker so. Ihr müsst Aufgaben erfüllen. Und um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, müsst ihr sie erst freischalten. Und dafür braucht ihr ein bestimmtes Waffenlevel. Für die erste Aufgabe braucht ihr Waffenlevel 5. Für die zweite 10, dann 20, 30, 40 und 50. Level 50. Und erst dann könnt ihr die Aufgabe machen. Das heißt, das erste, was ihr macht, ist das, was ich jetzt gerade mache. Spielen, 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 so viel ihr könnt. Versucht, die Waffe hochzuleveln. Wenn ihr eine Standardklasse mit der Waffe habt, dann benutzt sie. Dann könnt ihr mit Aufsätzen sie hochleveln. Die M16 zum Beispiel hat eine Standardklasse, soweit ich weiß. Und ich bin so hart im Spawn, die werden mich so eklig. Oh nein, nein, nein. Ich werde da umgehen, ich werde da umgehen. Ja, ich werde da umgehen. Wie die Waffe da liegt, die so... Ah, endlich Ausruhe. Und vor allem eine Sache, nimmt keine Streaks mit, die Kills machen. So wie ich. Ich habe jetzt nur Drohne, Konterdrohne und diese Weste. Das ist eine klassische Streak-Kombination. Klassisch, ich tue so, als wäre das Game schon 3 Jahre drauf. Aber das ist die Streak-Kombination, die man nimmt, um auf Nuklear zu gehen, weil man dann halt keine Kills mit einer Abschussserie macht. Wer will mich holen? Hey. Gott, wie die sweat. Jeden Kill, den ihr mit einer Streak macht... Oh Gott, komm, spring wieder rein. Ich werde jetzt deine Familie ficken. Danke. Luck, mach nie wieder diese. Wenn ihr auf die Waffe geht und dann hier auf Aussehen und auf Tarnung, dann seht ihr nämlich, das hier wird ab Level 5 freigeschaltet und dann müsst ihr 300 Kills machen. Und das ist die leichteste Aufgabe. Die zweite, die bei 10 freigeschaltet wird, ist auch eine, die von alleine passiert. Ihr spielt einfach, ihr suchtet einfach und ihr müsst Kopfschussmedaillen machen. Ich zeig euch gleich, worauf ihr da achten müsst. Was willst du tun? Sagt, du bist doof bei mir und hat seinen Clan-Tag vergessen. Das macht gar keinen Sinn. Das Ding bei Kopfschüssen ist nämlich, dass man nicht zuerst auf den Kopf zählt. Wenn dieser Stuhl jetzt ein Mensch ist, das ist nicht gut, der liegt irgendwie seitwärts. Ihr werdet hin und her wackeln, wenn ihr kein Auto-Aim habt. Darum erstmal auf den Körper, der ist breiter. Dann habt ihr Auto-Aim und dann hochziehen auf den Kopf. So, da ist einer, der wird hier hochkommen, dann rein. 3, 2, 1. Habt ihr es gesehen? 2 Headshots. Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe es gerade ganz bewusst gesteuert. Erst auf den Körper und dann hoch auf den Kopf. Wenn ihr versucht, sofort auf den Kopf zu gehen... Ich habe sogar hier, diese Taktik funktioniert sogar auf Distance, Mann. Wenn ihr... Oh nein. Versucht zuerst auf den Kopf zu gehen, dann werdet ihr den wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht so gut treffen wie den Körper, weil der halt einfach größer ist. Ihr habt mehr Hitbox, ihr kommt schneller ans Auto-Aim und wenn ihr im Auto-Aim seid, dann verlangsamt sich eure Sensi quasi und ihr könnt viel leichter hoch auf den Kopf ziehen. Aber ich habe die Aufgabe mit als erstes geschafft, nachdem ich sie freigeschaltet habe. Ihr habt es gesehen, erst auf den Körper und dann wieder hoch. Oh Gott, das hat nicht funktioniert. Wenn die springen, ist es immer so belastend. Wenn die hochgehen, also wenn sie springen, dann geht ja der Kopf, der Körper mit hoch und der Kopf bleibt quasi noch weiter oben. Achtet wirklich darauf. Immer so, hoch. So, hoch. So, hoch. Na komm. Das war nicht so gut, aber trotzdem einen Headshot bekommen. Da würde noch jemand pushen, oder? Der ist hier, da. Das war ein nice Headshot. Er hatte keine Chance. Man wird auch irgendwie, das ist ja der gute Side-Effekt an dieser Challenge. Man wird besser. Wenn ihr es schafft, auch auf den Kopf zu zielen, guck mal, wie schnell die down gehen. Das ist so gut, Alter. Ich bin froh, dass ich meinen Controller ausgetauscht habe. Der sah so aus. Der sah so eklig aus. Viele haben geschrieben, es sah aus wie geschmolzenes Marzipan, Alter. So widerlich. Ich habe jetzt die Sticks gewechselt und dann sind die immer sehr, sehr hart am Anfang. Und das mag ich irgendwie noch weniger als zu weiche Sticks. Wisst ihr, was ich meine? Die müssen sich erstmal so an den Daumen anschmiegen. Ich bin so widerlich. Ich rede über Sticks. Das ist so krank. Wir sind so gestört. Ich fick mal. Als würde das Level-System so sagen, du hast freigeschaltet. Ganz viel, 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 ganz viel. Mein Emblem sagt so, fick dich! Wechsel meinen Operator, ich will einen Mann spielen! Und diese Vorstellungen sind so cringe. Vor allem ohne Sound. Nehmen wir Woods, ich liebe ihn, ich küsse sein... Hä? Warum? Ich hab dich doch ausgewählt. Hä? Was war das denn? Ihr werdet dann Waffenlevel 20 und dann werdet ihr auf klassisch kommen, wo ihr einfach eine 5er-Streak machen müsst. Und zwar 20 Mal insgesamt. Das wird sich von alleine erledigen. Die 20 müsst ihr ignorieren. Macht einfach weiter. Spielt ganz normal weiter und ihr werdet es von alleine bekommen. So, und jetzt geometrisch ist in jeder Klasse das ekligste, okay? Das sind die Weitschüsse. Und mit einer SMG ich glaube, im BO4 hat man 10 Weitschüsse gebraucht. Hier braucht man 50 Weitschüsse mit einer SMG. 50! Scheiß auf geometrisch. Geht nicht auf die Challenge. Spielt erstmal weiter.
weiter, geht auf Waffenstufe 30. Da kommt nämlich das markierte Gegner. Also ihr könnt auch eine Drohne aktivieren, einfach gekillt werden müsst. Dann schlagt ihr 2 Fliegen mit einer Klappe und ihr macht wirklich so hier auf Flora schon 30, 40 Kills, die dafür gelten und habt dann schon die Hälfte davon erledigt, während ihr die Kopfschüsse schon fertig habt. Wenn ihr dann wirklich auf die Kopfschüsse geht, Leute, müsst ihr Folgendes machen. Macht einen Aufsatz drauf, der den vertikalen Rückstoß dämmt. Ist ganz leicht, Leute, wenn diese Maschine, die ein totes, trauriges Smiley drauf hat. Warte mal, kann man das wegschieben? Oh nein! Oh, ich hab's getroffen! Ey! Alter. Ja, die gehen aber nicht weg. In BO3 ging das noch. Da hab ich... Oh, die geht. Die Pappdosen, ja. Die normalen Dosen. Was mache ich hier, Digga? Was? Wenn das der Gegner ist und er ist so vor euch und die Waffe wird jetzt nach oben zucken. Ich werde immer treffen. Guck. Ich treffe immer noch. Ich treffe immer noch. Ich treffe immer noch. Ich habe keine Rückstoßkontrolle gehabt. Wenn ich jetzt aber auf Distance gehe und ich kontrolliere den Rückstoß nicht, dann treffe ich jetzt nicht mehr. Seht ihr, wie schnell? Ich habe genau dasselbe gemacht. Ich habe diesen Stick hier gar nicht benutzt. Ich habe nur geschossen. Das ist nämlich der Effekt. Kleinste Bewegungen in der Waffe sind auf Distanz riesige Bewegungen. Und genau bei Weitschüssen wollt ihr diese Bewegung nach oben nicht haben. Schaut nach allen Aufsätzen, die die vertikale Rückstoßkontrolle kontrollieren. Die horizontale, also in die Richtung, ist gar nicht so wichtig. Die könnt ihr ausgleichen. Aber die vertikale ist gerade auf Distanz super wichtig. Und Projektilbeschleunigung ist super wichtig. Unterschätzt das nicht. Wie schnell die Kugeln ankommen, ist ganz, ganz wichtig. Denn jemand, der weit weg ist, der muss die Kugel schnell fressen. Mehr als jemand, der nah dran ist. Nimmt ein Visier, was nah ranzoomt. Was soll man machen? Es ist so schlimm, Leute. Es ist so schlimm. Wenn man sich hinlegt, hat man übrigens weniger Rückstoß. Jetzt, das ist wirklich widerlich. Aber es geht nicht anders. Seht ihr, wie wichtig die vertikale Rückstoßkontrolle ist? Damit sieht man es richtig. Das ist so widerlich. Oh, endlich Weitschuss. Hallo, 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 hallo. Alter, das war der höchste Sprung der Welt. Ich schneide gerade das Video. Mir, Idiot, ist nicht aufgefallen, dass ich in Hardcore rein muss. Ich war einfach so unter Druck und so aggressiv, dass ich es komplett vergessen habe. Kommt bitte jemand sonst. Ja, danke. Nein, komm bitte wieder ans Fenster. Ich spiel wieder normal. Das kann nicht sein. Ich schaff's nicht. Ich halte nicht aus. Ich kann einfach nicht pre-aim. Es geht nicht. Mann, ich will nur einen Weitschuss. Mann! Die dodgen den Bullets mehr als ich meine Abschlussprüfung. Das kann doch nicht sein, Mann. Bleib da. Nein, bitte, bitte. Okay, ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Verbundene Waffen, Moshpit. Mir ist immer noch nicht eingefallen, dass ich in Hardcore rein muss. Aber so eine schlechte Idee war es gar nicht. Ich glaube, je mehr Spieler da sind, desto besser für die Weitschüsse. Warum klingen die Motorräder wie Käfer? Da ist zum Beispiel jemand. Ja, ja. Weitschuss? Ja, Weitschuss. Let's go. Ja, da. Oh, oh, Weitschuss. Nice. Komm her. Ja, Mann, Weitschuss. Nice. Es geht gut voran. Ja, da. Und Weitschuss. Nein, kein Weitschuss. Das ist aber ein Weitschuss. Let's go, Alter. Geil. Also, was man braucht, um Goldtarnung zu bekommen, ist Geduld, Leute. Ihr braucht verdammt viel Geduld. Nicht nachlassen, Diggi. Nicht nachlassen, Diggi. Oh, das war ein Weitschuss. Nice. Komm, noch einer, bitte. Ah, fuck. Egal. Ich glaube, wir haben irgendwie 10 oder 11 Weitschüsse gemacht in einer einzigen Runde. Let's go. Ich bin so ein Idiot. Ich habe 23 Medaillen jetzt schon. Aber eigentlich muss man in Hardcore rein. Fick mein Leben. Zehn Weitschussmedaillen in einem Spiel. So kann's weitergehen. Yo, Haptic! Warum, Leute? Warum macht ihr es immer so? Haptic! Yo, Call of Raptor! Yo! Oh, ich hab den falschen. Yo, Borg, Hank! Yo! Was geht da? Was geht? Ehre. Ja, ist jetzt jeder hier Deutsch? Laber. Ist so. Ehre. Gleich 2. Geil. Miliuli. Was ist das für eine Sprache? Miliuli. Oh nein, Teammate, sorry, sorry. Oh, NFC-Kuhn-Kurator. Sorry. Ich glaube, das war 8 oder 9. Alter. Das war 10. Alter, das ist so krank. Ich bin seit 40 Minuten jetzt an den Waldschüssen, okay? Ich will unter einer Stunde bleiben. Es geht safe noch schneller. Und ich hab den letzten Weitschuss. Hallo. Hey, alles klar? Wir sind ein gutes Team. Was zur Hölle mache ich hier? Ich liebe euch. Ihr seid wirklich alle hängen geblieben. Ich hab euch lieb, wirklich. Warte ganz nah ran. Genau so. Da ist schon die 1 aus nächster Nähe. Seht ihr die Medaille? Einziger Tipp, den ich hier geben kann, spielt die Maps, wo man Close Range hat, okay? Und dann lauft die verwinkelsten Wege. Da ist zum Beispiel jemand. Ich gehe ganz nah an ihn ran. Aus nächster Nähe. Das war nicht aus nächster Nähe. Ich guck mein Leben. Dreh ich nicht um. Bitte nicht. Nicht. Ja, das war aus nächster Nähe. Da ist jemand. Aus nächster Nähe. Perfekt. Das war auch nicht aus nächster Nähe. Das da muss aus nächster Nähe werden. Nein, das ist auch nicht aus nächster Nähe. Fuck, aber die Lobbys sind so gut gerade, Mann. Dick. Komm her, Digga. Komm. Jawohl. Ich hasse das einfach. Ich fühle mit dir, Bro.
So ein MW hast du es einfach. Ja, ich will so hart mit dir. Oh, da ist jemand, bitte. Nein. Nein, warum schwitzt? Oh mein Gott. So nah wie möglich. Nein, das ist nicht nah genug, Alter. Das ist wirklich aus allernächster Nähe. Also wirklich die Weitschüsse und die... richtige beschissene Herausforderung. Das ist echt eine beschissene Herausforderung. Die Weitschüsse und die Nahschüsse sind die zwei, die euch am meisten aufhalten. Wenn ihr die Weitschüsse und die Nahschüsse innerhalb von 2 Stunden schafft, für jedes eine Stunde, und das ist möglich, weil ich bin erst seit, keine Ahnung, 20 Minuten dabei und ich habe schon fast alles erledigt. Level 40, was mir nicht angezeigt wird. Nice. Dann hat sich der Rest von allein erledigt. Den könnt ihr in 2 bis 3 Stunden machen mit den Kills, mit den 5er-Streaks und so. Easy. 6 Mal aus nächster Nähe, immerhin. Das Auto gerade so, yay! Yeah! Oh. Ja, super. Ich mach das, aber ich komme nicht nah ran an die Leute. Man muss ja an den kleben. Das ist das Korn. Ich bin stunt. Kommt rein. Ihr habt mich stunt. Na, kommt. Ja. 2. 1. Nein. Ich brauche noch einen, glaube ich. Komm. Das wird's. Das wird's. Boah. Polizeitarnung und. Komm. Komm! Los, Medaillen! Hä? Bin ich dumm? Hab ich irgendwas vergessen? Voll, 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 voll. Warte, ich starte das Spiel neu, das kann nicht sein. 33 von. Weitschuss und Nahkampf ist einfach zurückgesetzt. So. Jetzt bitte keine Sweater-Lobby, ey. Einmal vernünftig spielen, ey. Ach man, süß. Okay, jetzt machen wir erstmal das Nahe und danach das Ferne. Da ist einer. War das? Nein, das war nicht nah genug. Ja, okay, wir haben sie wieder freigeschaltet. So, jetzt brauchen wir noch Weitschüsse. Nein, bitte komm wieder, bitte. Danke. Ja, und? Warte. Alles klar? Ja! Alles klar. Let's go! Oh Mann. Ey Julian. Ja? Du bist ein Ehrenmann. Ich liebe dich. Du bist süß. Warum? Weil du so süß vor dich hinredest irgendwie. Naja, dir viel Spaß noch, ja? Bis dann. Ja? Ich merke gerade, ich bin fast 10 Jahre YouTuber und das ist das Mikrofon, das ich zum Online-Reden benutze. Okay, Leute, wir haben sie. Oh mein Gott, guck mal, wie schön. Dann hat sich alles gelohnt, wirklich. Der ganze Stress für diese Tarnung. Guck mal, wie sie schimmert. Das ist so eine schöne Tarnung. Oh mein Gott, ja Mann. Hat sich's gelohnt am Ende? Hell yeah, es hat sich gelohnt. Es hat sich richtig gelohnt. Was soll ich euch sagen? Ich will mit dem Video einfach zeigen, es wird nicht wie in Black Ops 4, dass man in 4 Stunden eine Goldtarnung schafft, sondern rechnet eher mit 5-6 Stunden, also nicht reine Spielzeit, sondern Zeit, die man insgesamt investiert. 6 bis 8 Stunden, das kann man als ganzen Tag nehmen. Übrigens, da liegt ein Controller, wo ich so hart geraged habe. Oh Mann, ich habe ihn da einfach liegen lassen. Guck mal, hier sind noch ein paar Teile übrig. Ich hoffe wirklich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt ein Like da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haut rein!